Der frühere Skistar Felix Neureuther gibt nach dem Tod seiner Mutter Rosi Mittermeier einen Einblick in seine Gefühlswelt. Es ist eine schwere Zeit für die Familie, sagt der 38-Jährige am Rande des Weltcups in Wengen am Freitag der ARD. Es muss aber, Zitat, auch bei uns zu Hause ein Stück weit Normalität einkehren, erklärte Neureuther. Zitat, das ist ganz wichtig für unseren Prozess in der tiefen Trauer. Die zweimalige Olympiasiegerin ist am 4. Januar im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Es sei ihr expliziter Wunsch gewesen, dass er für seine Tätigkeit als TV-Experte ans Lauberhorn reise, berichtet Neureuther. Zitat, Felix, fahr nach Wengen, habe seine Mutter ihm noch gesagt. Genieße es, hier in dieser tollen Kulisse zu sein. Wengen ist ein ganz spezieller Ort für uns als Familie, erzählt der 13-malige Weltcupsieger. Sowohl er als auch sein Vater Christian Neureuther gewinnen den Slalom in der Schweiz zu ihrer aktiven Zeit als Skirennfahrer jeweils zweimal. Zitat, hier wird seriöser Sport betrieben, hier ist nicht dieses Halligalli wie an anderen Orten, sagt Neureuther. Zitat, deswegen ist es gut hier zu sein und auch absolut im Sinne der Mama. Er bedankt sich für die große Anteilnahme am Tod seiner Mutter und auch dafür, wie die Skifamilie ihn in dieser schweren Zeit unterstützt.